Hallo, hallo, Freunde. Jetzt habe ich meine kleine Zwangscomputer-Reparier-Umbaupause genutzt, um mich seelisch, moralisch und mental auf dieses eklige Geräusch vorzubereiten. Yeah. Schnell rüber. Um mich seelisch und moralisch auf den Bosskampf vorzubereiten, den ich jetzt mit Sicherheit verkacken werde. Mit A schlage ich doch nochmal, oder? Hallo, fieser Boss. So, mal gucken, ob wir ihn diesmal hinkriegen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, tschüss, Patschähnchen. Patschähnchen 2 auch, tschüss. Oh, und den Feuern ausweichen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin so aufgeregt. Achso, hier soll man. Hier gibt es einen Safe Spot für die Lasers. Guck mal, hier unten. Wenn er denn Lasers schießt. Achso, jetzt. Oh ja, jetzt schießt er Lasers. Guck mal hier, das ist ein Safe Spot. Da kann er uns nicht treffen. Da kann er Laser schießen, so viel er will. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, auf ihn zu schlagen, während er angreifbar war, also sein Kopf. Ne? Das ist natürlich hochprofessionell gewesen. So, Hand weg. Und jetzt muss ich auf den Kopf donnern. Aua. Mach die Augen auf. Na los. Komm. Oh, oh, oh. Wann kann ich dich denn treffen? Jetzt. Oh, 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 oh. Das ist so viel Gewusel hier. Jetzt schießt er wieder Laser. Schnell auf den Salesport. Da könnten wir die Gelegenheit mal nutzen. Müssen wir schon eine Heilkraut nehmen? Ja, ich nehme mal lieber eins. Ausrüsten. Zack. Ja. Sicher ist sicher. Und auch... Oh, oh, das hätte ich ahnen müssen. Und auch die Mutter der Porzellankiste natürlich. 2, 3, 4. Was? Muss ich den fünfmal treffen? 3, 4, 5. Okay, okay, okay. So, jetzt nochmal ausweichen. Das sieht doch schon deutlich besser aus als beim letzten Mal. Jetzt muss ich nur noch warten, bis ich ihn treffen kann. Komm, 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 komm. Hör auf, diese Scheiße hier rumzuschießen. Ich will dich verprügeln. Jetzt. Boah. Und Lasers. Okay, wieder in Sicherheit gehen. Schöner Safe-Spot, ja. Absolut. Da muss ich nur aufpassen, wenn von oben das Feuer kommt. Jawohl, jetzt kommen die Patschähnchen wieder. 2, 3, 4, 5. Super, zweite Hand. 5. Und weg. So, jetzt wieder ihn. Oh, 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 jetzt. Okay, das schaffen wir diesmal. Jawohl. Kaum macht man es richtig, schon geht's, Freunde. Seht ihr's? Wo habe ich denn jetzt meine Uhr hingelegt? Dieser olle Dreckspatz. Nachdem der Dämon verschwindet, kehrt Will in seine ursprüngliche Gestalt zurück. Schade. Hui. Naja, an sich eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht und wenn man es richtig macht. Man muss auch ein bisschen ruhig bleiben. Ich war ein bisschen zu nervös das letzte Mal, glaube ich, als wir hier gespielt haben. Keine Gegner? Okay, ein Loch. Soll ich da reinhüpfen? Ja! So. Wir fallen in die tiefe Schwärze der Nacht. Glück! Hallo? Das goldene Schiff. Ich bin so aufgeregt. Ist dies das Goldschiff der Inkas? Was ist das? Ich spüre, dass jemand hier ist. Ich kann laufen, aber keine Fässer durchsuchen. Ein goldenes Schiff. Wer bist du denn? Hä? Schaut, der König ist zurückgekehrt, aber er ist viel jünger als vorher. Ich bin der König? Hallo? König, mein König, ihr seid am Leben. Warum nennst du mich König? König, mein König. So, erstmal oben die Jungs fragen, bevor ich da reingehe. Ja, machen wir mal. Keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Was wollt ihr von mir? Mein König, ihr seid am Leben. Nun können wir die Segel setzen. Mädchen? Die Königin ist in ihrem Gemach. Tut ihr die frohe Nachricht kund. Oh, ich habe eine Frau. Welch glückliche Begebenheit. Wir haben lange auf euch gewartet. Wir haben eine Frau. Die müssen wir gleich beglücken. Besuchen, meine ich natürlich. Hüpf. Meine Königin, wo bist du? Bist du die Königin? Wo, König? Ihr schaut euch das Schiff an? Ich dachte, ihr seid müde, aber schaut euch nur in Ruhe um. Schlafen könnt ihr noch immer. Okay. Tolles Bett. Ist hier irgendwo was drin, was tolles Geheimnis? Bist du meine Königin? Durch die Dunkelheit scheint ein helles Licht, das vom Höhleneingang kommt. Als das Schiff seine Segel setzt, wird das Licht zum Zeichen erreichter Freiheit. Okay. Königin? Meine Königin, ich will erst nach oben, bevor ich zu meiner Königin gehe. Da war noch irgendwo ein Weg. Wir dürfen hier nichts auslassen. Erstmal hier oben gucken. Ist das umsonst hier?
Tatsächlich. Hätte ich auch hüpfen können, ne? Egal. Oh, ein Keller. Hier gibt's bestimmt was Tolles, was Schatziges. Okay, in den Fässern überall mal durchgucken. Hier ist noch jemand. Hallo? Zack, wer bist du? Warum sollten wir fliehen? Dies ist unser Heim. Vor wem wollt ihr fliehen? Oh. Eine mystische Statue. Cool. Oh. Oh, schaut mal. Eine von 6 Statuen. Das heißt, es erwarten uns noch mindestens 5 weitere Dungeons. Aber hier in den Fässern ist sonst mal nichts drin. Wer bist du? Die mystische Statue ist in dieser Schatulle. Das Schiff ist wieder bereit zum Auslaufen. Kommt mit zum Krähennest. Von dort aus kann man das Schiff auslaufen sehen. Okay? Aber ich will erst zu meiner Königin. Meine Königin, meine Königin. Linke Seite bist du's. Hallo Königin, ich will doch rennen. Hui, Zofe, du bist die Zofe. Zack. Noch immer trägt die Königin den Ring, den sie einst vom König erhielt. Er gab ihr den Ring kurz bevor sie von den Angreifern getrennt wurden. Seit diesem Moment dachte sie an nichts anderes als an ihn. Inka-Königin. Ihr seid am Leben, gut. Sicher wisst ihr schon, dass ich es bin, die seit langer Zeit die Windstatue beschützt. Es ist die Statue, die euch die Götter als Belohnung gaben. Sie ist in der Juwelenschatulle im Lager unter uns. Seht selbst nach, hab ich schon. Hab ich doch schon. Achso, ich soll ins Krähennest, hat er gesagt, da unten, ne? Wollen wir ins Krähennest gehen? Die Statue habe ich. Da, gehen wir hoch. Ah, jetzt hat der Vogel da Platz gemacht. Jetzt kommt ins Krähennest. Dann wollen wir mal auslaufen. Hallo? Guten Tag. Kleiner König, schaut. Das Schiff fährt aus der Höhle heraus. Oh. Die offene See. Der Wind weht durch unser Haar. Nach Ewigkeiten der Dunkelheit ist das Licht wie der Beginn eines neuen Lebens. Wie nur kamen die Tyrannen auf die Idee, eine so schöne Welt zu zerstören. Ja, Tyrannen. Kann ich hier hüpfen? Ich will hier hüpfen. Hallo. Ei! Dieser Will ist ein Tausendsasser. Schaut, der König ist zurück. König, mein König. Königin, wir sind aus der Dunkelheit. Ist es schön? Findest du gut? Sag mal. Slalom, Baby. Sie ist in der Schatulle. Ja, ich weiß, aber... Dunkelheit, Schiff, Segel setzt. Ja, hatten wir alles. Was soll ich jetzt machen? Das Schiff ist eurer nicht würdig. Schlaft nun. Okay. Bin müde. Ein tiefer Schlummer übermannte mich und entführte mich in einen Traum. Oh, zu Hause bei Oma und Opa. Wie schön. Oma? Oma? Mama? Mutter? Schau zum Himmel und bewundere den Kometen. Nach all den Jahren nähert sich nun der Komet der Erde und verschwindet dann wieder. Einige sagen, es ist ein guter Stern, andere reden von der Apokalypse. Was meinst du? Ich bin ein positiver Mensch, das ist ein guter Stern. Nun gut, dann lass uns hoffen, dass uns das Glück hold ist. Will, ich werde immer über dich wachen. Danke, Mami. Will, Will! Will, wach auf! Was los hier? Moin! Da liegt ein Toter. Wer bist du? Oh, Lance! Lance war, warte mal, Lance war... Du hast dich merkwürdig verhalten, also folge ich dir. Ich durchquerte ein merkwürdiges Dorf. Urteile nicht so früh, ich wurde dort geboren. Das ist aber merkwürdig, es ist doch unsichtbar. Will, das nächste Mal gehst du nicht, ohne uns vorher zu informieren. Freunde müssen uns zusammenhalten, in guten und in schlechten Zeiten. Okay, Lilly? Dies ist die Stätte der Inka. Ja, das weiß ich. Ich will mit Lilly reden. Der alte Mann im Dorf sagte uns, wo du zu finden bist. Er prophezeite, dass du allein auf dem Meer treiben würdest. Allein? Du hast die merkwürdig fallen, dann folge ich dir. Urteile nicht. Unsichtbar. Dorf. Meine Königin. Du bist auch tot. Königin.
Kala. Sie alle schliefen erschienen dahin, während sie auf die Rücker des Königs warteten. Ich hasse alles, was das friedliche Leben der Menschen stört. Die Inka-Königin schläft einen ruhigen Schlaf. In ihrer knochigen, verrotteten Hand befindet sich ein goldener Ring. Der Ring muss eines der Relikte sein, die auf das Schiff gebracht wurden. Der Ring ist das wertvollste aller Relikte. Schon viele haben ihr Leben gelassen, um den Ring zu finden. Sie suchten den Reichtum. Ich muss ihn unbedingt haben, er ist so schön, ich muss! Schämst du dich nicht? Denk an den Fluch. Was? Was zur Hölle? Wir werden beschossen. Angriff. Jack Sparrow. Was? Das könnte Riverson sein, das Meerungeheuer. Was? In diesem Bereich des Ozeans gibt es Fische, die gefährlicher sind als Haie. Oh, Riverson? Riverson? Ja, alles in Ordnung mit dir? Ja, geht schon. Oh, shit. Das ist Seth, es kommt vom Oberdeck. Nein, Seth, der Nerd. Seth, was ist passiert? Lass mal unten gucken, ob noch ein Schatz da ist. So viel Zeit muss sein. Jetzt sind ja die Fässer offen. Vielleicht ist jetzt hier was zum Versteck. Riverson, bleib ruhig. Riverson, ruhig bleiben. Fadi muss gucken hier. Zack. Stätte der Inka. Da ist Stätte der Inka. Zack. Wir haben alle Fässer geplündert, bevor sie verdeckt sind. Dann haben sie versucht zu überleben. Doch nicht. Ich dachte, Riverson hat aufgehört. Riverson, hör auf! Das ist Cthulhu. Ich weiß es genau. Sag schon, was ist mit Seth geschehen? Es ist doch etwas geschehen. Es ist Seth. Ein riesiger teuflischer Fisch unter das Schiff. Seth fiel dabei ins Wasser. Er wurde von der Bestie verschlungen. Was war das? Dort, seht nur, die Bestie ist zurückgekehrt. Sie wird uns für alle fressen. Hör auf zu jammern und halte die Festung. Lässt uns über Bord. Fuck. Ich meinte Mist.